wach geworden. Das heißt, wir haben heute hier geschlafen. Heute ist Tag 19 nach der Schlüsselübergabe. Und ich wollte euch einmal ein kleines Update geben, was sich hier so in den letzten Tagen und Wochen getan hat. Dafür drehe ich euch wie gehabt einmal um und zeige euch, was passiert ist. Wir fangen an wie gewohnt im Flur und ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Unsere Garderobe hängt, denn der erste Teil vom Flur ist komplett gestrichen und ist quasi putzbereit und fertig. Der zweite Teil vom Flur sieht momentan noch so aus. Ja, das wird heute alles nochmal geweißt und dann kann ich auch endlich den Flur aufräumen. Also mein Ziel ist heute, die Räume unten so weit aufzuräumen, dass wir endlich ohne Schuhe hier laufen können, denn wir müssen noch die ganze Zeit Schuhe tragen und ich habe keine Lust mehr. Ja, das Wohnzimmer sieht so aus. Also unser Sofa, könnt ihr glaube ich sehen, ist schon da. Esstisch steht auch und da haben wir gestern das erste Mal Abend gegessen, zu vier, das allererste Mal. Ich muss natürlich alles noch putzen, aber hier sind noch so ein paar Badezimmermöbel, die kommen heute, denke ich mal, rein. Und ja, hier sieht es halt echt noch ein bisschen katastrophal aus. Der Balkon sieht nicht besser aus. Bin ich ganz ehrlich, weil hier ist halt echt Werkzeug und Müll und das muss halt alles noch weg, aber alles nach und nach. Ich bin ja schon happy, wenn hier drin, soweit es geht, alles fertig ist. Habe ich euch meine Wand schon gezeigt? Weiß ich nicht. Wir haben hier auf jeden Fall eine Strukturwand an der einen Seite, wo zwei, drei Macken gerade drin sind. Was ich gesehen habe, war es nicht so schlimm, kann ich drüber streichen, dann fallen die nicht mehr auf. Da kommt Sideboard und Fernseher vor und hier auf die Wand kommt dann das Sofa. Weiter geht's bei Leon im Zimmer. Das kennt ihr ja so im Großen und Ganzen schon. CD-Player hat hier heute geschlafen und da sein Bett steht. Gott sei Dank. Das ist das Bett, was Leila vorher hatte mit Leon zusammen. Also vorher hat Leon unten geschlafen und Leila oben. Jetzt schläft Leon halt alleine. Das ist das Kura von Ikea. Wir haben das einfach weiß gestrichen, weil es uns schöner gefallen hat. Ja, und jetzt der Rest ist noch nicht da. Aber er hat eine Lampe, die funktioniert. Und er hat ein Bett und einen CD-Player. Und das reicht erstmal, bis alles andere steht. Hier ist Leilas Zimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir haben die Wände so wäre gestrichen. Diese und diese lange Wand. Hier steht jetzt der Schrank, da müssen wir noch die Türen einstellen. Aber der Schrank passt exakt hier rein. Und Leila hat jetzt auch ein Bett. Und zwar hat Leila ein richtiges Hochbett bekommen. Das ist das Stuva Friends Bett von Ikea. Das ist noch nicht komplett fertig. Also hier fehlen nur die Türen und der Schreibtisch fehlt noch. Aber im Großen und Ganzen steht das Bett. Und das ist die Hauptsache. Ja, mega gut. Sie hat halt noch echt super viel Platz hier drin. Obwohl sie zwei Riesenteile hier schon drin stehen hat, hat sie trotzdem noch genug Platz. Auch hier befindet sich eine Lampe. Das ist genau die gleiche wie beim Leon. Aber die ist halt einfach mega cool und super genial. Sie hat halt so Farbwechsel und alles. Das muss ich euch dann mal abends zeigen. Ja, genau. Soweit, so gut ist Leilas Zimmer. Da stehen noch die Reste vom Bett. Und weiter geht's mit dem Badezimmer. Dusche ist noch nicht vorangekommen, weil wir hier mit dieser Ecke so ein doofes Problem haben, weil wir da eine Aussparung brauchen. Ich muss heute mal beim Glaser anrufen, mal gucken, ob der uns das irgendwie kürzen kann. Weil diese Ecke, die ist einfach total doof. Da kann man nicht wirklich mit arbeiten. Aber wir haben eine Toilette, da hat zwar noch keinen Deckel drauf, das ist völlig unnötig, brauchen wir nicht, machen wir morgen. Sie funktioniert, man könnte drauf gehen, wir haben auch ein Waschbecken, wo man auch seine Hände waschen könnte. Aber wie gesagt, hier ist noch ein bisschen Rohbau, aber euch hat die Wände schon einmal weiß gestrichen. Einmal muss er noch und dann ist das quasi bis auf diese mit der Duschkabine auch schon fertig und erledigt. Und es wird alles, es wird alles. Die Küche
unverändert Chaos. Ich habe gestern schon mal hier so ein bisschen aufgeräumt und die Spülmaschine läuft und den Rest habe ich abgewaschen. Aber ja, heute ist großer Putztag bei mir und das sieht dann morgen, wenn ich euch das zeige, nicht mehr so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal die Treppe nach oben und schauen uns mal an, was sich oben getan hat. Oben angekommen und unser Bett steht. Meine Männer sind auch hier, da ist Nummer 1 und Mann Nummer 2. Ja, wir haben unser Bett aufgestellt, es ist unfassbar schön und super bequem und riesengroß. Es fehlen jetzt noch die Schubladen, die unten reinkommen, aber die haben wir noch nicht gemacht, weil wir die Fußleisten noch nicht haben. Die macht Eugen jetzt gerade und wenn das alles dran ist, dann schieben wir das Bett auch an die Wand. Ja. Und das Bett ist kuschelig. Das ist kuschelig, ne? Richtig kuschelig. Finde ich auch. Ja, so viel dazu. Also wir haben, wie gesagt, hier einen Bettkasten. Auf der anderen Seite bei Eugen dann natürlich auch. Und man kann diese Kopfstütze einmal nach vorne klappen. Und dann hat man hier auch nochmal einen Bettkasten für Bettwäsche oder Sommerdecken und Winterdecken oder. Auf jeden Fall mega groß, super bequem. Und ja, das ist ein sehr, sehr guter Kauf, ne? Schatzi? Weißt du, das ist einfach. Ich meine, allein die Höhe, guck dir das mal an. Das ist super, so groß wie Leon. Ja, fast einen Meter. Ist das hier, setze dich, möchte ich jetzt nicht, aber setze dich einfach so drauf. Ja. Der Hammer. Emma, das ist ein super, super geil. Ja, und hier seht ihr auf der anderen Seite ist auch noch so ein Loch für den Bettkasten. Aber wie gesagt, das müssen wir noch machen, wenn das Bett dran geschoben ist. Und mir ist eigentlich gerade gar nicht passiert, aber ich muss sagen, jetzt kommen wirklich nur noch diese Popelarbeiten, so wie hier Fußleisten anbringen und sowas. Und sauber machen. Ja, und sauber machen, was ich heute machen werde. Weil ich stehe jetzt hier am Dachfenster, ich gucke gerade raus und es ist schön die Sonne. Schön die Sonne. Okay, ich gehe jetzt gucken, wo die Maus ist und dann müssen wir heute Hausschuhe kaufen, denn Leon geht morgen das erste Mal in den Kindergarten. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt morgen, weil es passiert heute einiges. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallöchen, ihr Lieben, ich melde mich einmal. Und zwar ist heute Tag X und wir sind offiziell umgezogen. Also hier sieht es katastrophal aus. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Unsere Esszimmerlampe hängt zwar noch nicht ganz vollständig, aber sie hängt. Denn wir hatten die letzten paar Tage hier so ein paar Stromprobleme. Das hat Eugens Cousin gerade gelöst. Was so ein bisschen traurig ist, denn mal schauen, ob ich das einfangen kann. Da oben musste meine Buchse entfernt werden und natürlich genau da, wo, ja, da sieht man es gut, ne? Wo meine Wand ist. Naja, aber Eugen hatte ich gestern schon mal ein Sideboard aufgestellt. Das andere kommt dahin. Und ja, Sofa steht, Fernseher steht, die Kinder freuen sich mega. Und auch hier müssen nur noch die Türen müssen gerichtet werden. Und ansonsten, ein bisschen schnell, ne? Ansonsten ist hier die Rentekatastrophe. Bei Leon im Zimmer sieht es jetzt so aus. Aber zumindest hat er schon mal Kleiderschränke, das ist schon mal viel wert. Bei Leila geht es, hier sieht es nicht ganz so schlimm aus. Die hat wirklich das mit aufgeräumteste Zimmer. Badezimmer, da hatten wir auch ein Problem. Wir hoffen, wir haben das jetzt gelöst. Und jetzt gehen wir mal in den Keller. Denn da ist alles. Alles, alles, wirklich alles. Weil ich gesagt habe, ich möchte oben so wenig Kartons wie möglich haben. Deswegen haben wir das alles in den Keller gebracht. Ich drehe euch mal um und zeige euch einmal, wie gerade unser Keller aussieht. Damit ihr mal ungefähr einen Überblick habt, was hier alles noch zu tun ist, jetzt nach dem offiziellen Umzug. Also wir hatten einen 7,5 Tonner. Ich hätte schwören können, dass das zu viel ist, aber wir hätten locker einen 9 Tonner Fahrzeug gebraucht. Aber wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen was in die Autos gebracht und
So ein paar Nippes-Sachen sind jetzt noch in der alten Wohnung, aber die können wir die nächsten Tage nochmal abholen. Und ja, jetzt drehe ich euch erstmal um, damit ihr seht, was ich noch zu tun habe. Wir kommen in den Keller. Hier steht schon was und mein Hauswirtschaftsraum. Der steht einfach mal komplett voll mit Kartons bis unter die Decke. Dann hier der Flur. Hier steht auch alles rum. Eugens Zimmer. Mhm. Ja, genau. Dahinter den ganzen Kartons, hier steht ja eigentlich das Sofa. Sieht man jetzt nicht mehr und das geht wirklich bis nach hinten durch. Also unfassbar viel. Das wird ja irgendwann mal mein Zimmer. Hier steht noch unser Gefrierschrank. Dieser Raum geht eigentlich. Hier steht nicht so viel drin. Oh Leute, ich muss das alles noch verräumen. Dann im Keller. Hier stehen noch die Getränke. Und auch hier stehen Möbel-Kartons. Also auch hier alles voll. Und meine Waschküche. Ja. Waschmaschine und Trockner stehen schon. Yippie. Und ja, die Garage sieht auch noch mal so aus. Ich weiß es nicht. Wann soll ich das alles schaffen? Ja, jetzt habt ihr mal den Keller gesehen. Mehr oder weniger. Oben steht natürlich auch noch was. Also die ganzen Alex-Schränke, mein Schminktisch. Das steht schon oben in meinem YouTube-Zimmer dann. In meinem Schminkzimmer besser gesagt. Und hier... Jetzt muss ich das Bad einmal putzen, denn das Klo war nicht ganz dicht. Das hat mein Vater jetzt versucht zu reparieren. Ich hoffe, das funktioniert. Wir haben jetzt den Klodeckel noch nicht wieder angebracht, weil, falls es doch wieder undicht sein sollte, müssen wir dann nochmal ran. Also, ne? Klo ohne Sitz, aber ist egal, wir können aufs Klo gehen, das ist die Hauptsache. Und ich würde sagen, ich mache jetzt weiter. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich werde jetzt einmal das Klo hier unten putzen, damit wir auch kontrollieren können, ob es dicht ist oder nicht. Und dann werde ich anfangen, hier ja, irgendwas zu machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich werde irgendwas machen. Auf jeden Fall ist heute der offizielle Tag X. Ach, heute ist übrigens der 27.07. Und das heißt, in 4 Tagen hat der Leon Geburtstag. Oh mein Gott. Ja, in 4 Tagen hat Leon Geburtstag und ich hoffe, dass es bis dorthin einigermaßen ja, erträglich hier wird. Weil, ja, also für mich ist Geburtstag der Kinder immer Highlight des Jahres. Also ich feiere jeden Geburtstag groß und mit, ja, nicht mit vielen Gästen, sondern mit viel Trara, Luftballons und schießt mich tot. Und ich habe so ein bisschen Bammel, dass das dies Jahr so ein bisschen untergeht. Aber wir haben schon gesagt, Mittwoch werden wir halt mal nichts hier im Haus tun. Da werden wir wirklich mal mit den Kindern, weiß ich, Eis essen fahren nach in Goslar oder sonst was. Und den Tag einfach mal genießen und Leons Geburtstag ein bisschen als Familie zu viert feiern. Am Sonntag den... 4. kommen dann die Verwandtschaft, weil hier kennen wir ja noch keine Kinder. Also Kindergeburtstag wird es dieses Jahr nicht geben, aber nächstes Jahr dafür. Aber wir machen es ihm so schön, wie es geht und er wird auf jeden Fall seinen Tag genießen können. Geschenke sind auch schon parat. Ich muss ihn nur raussuchen, weil die liegen irgendwo zwischen diesen ganzen Kisten jetzt natürlich da unten. Aber auch das ist erledigt. Da geht nicht leer aus und ja, wir machen unserem kleinen jungen Mann schon einen schönen Tag. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, ich schnatter jetzt nicht so viel. Ich mache jetzt hier weiter, damit es vorangeht. Denn Mittwoch ist nicht mehr lange hin und wir wollen es ja schön haben. Deswegen sage ich, ich melde mich die nächsten Tage wieder und sage ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 2.8. Ich sitze gerade im Schlafzimmer auf unserem Bett, wie man unschwer erkennen kann. Erster Fortschritt ist, es stehen Arthalt Kleiderschränke, die hat Eugen in den letzten 2 Tagen aufgebaut. Als nächstes haben wir unser Sideboard aufgestellt mit Fernseher. Mega genial.
Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich euch das Arbeitszimmer schon gezeigt habe. Also hier stehen die Regale und der Rechner zum Arbeiten und Videos bearbeiten und allen sowas. Dann habe ich gestern in meinem Zimmer angefangen. Hier ist echt noch Chaos pur, aber es ist einiges passiert. Ich drehe euch einfach einmal um, damit ihr es besser sehen könnt. So sieht der Anblick gerade aus. Oh mein Gott. Also hier könnt ihr schon mal sehen, ich habe wie gesagt schon die ersten Kartons ausgepackt. Ich habe hier zwei Malmkommoden für meine ganzen Paletten und hier habe ich meine vier Alexe, meinen Schminktisch, einen kleinen Beistelltisch und einen Hocker. Das wird mein Schmink- und YouTube-Zimmer. Hier möchte ich noch einen Kallax haben für meine ganzen Handtaschen. Mal schauen, ob ich das die nächste Woche noch schaffe. Ja, und eine Lampe fehlt auch noch. Aber sonst ist das Zimmer, soweit es geht, fertig. Es bleibt komplett weiß, so wie es jetzt auch ist. Es ist einfach ja, freundlicher und heller. Im Badezimmer hier oben hat sich nichts getan, außer dass ich auch hier ein paar Kartons ausgepackt habe. Das Klo funktioniert leider noch nicht, da brauchen wir noch eine neue Halterung, aber die müssen wir noch bestellen und wir haben hier hinten uns eine Trofast-Regalecke gemacht für Verstauen von Handtüchern und so, ja, Badezimmerartikeln halt wie Schaumbäder und so weiter und so fort. Das ist so eine tote Ecke sonst gewesen und ich fand die Kombination aus den Trofast-Regalen wirklich gut und man sieht sie halt absolut gar nicht, wenn man so in den Raum kommt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ansonsten ist hier oben noch nicht wirklich viel passiert. Hier ist immer noch Chaos, da heißt Dragon Ball Eugen. Wolltest du was sagen? Nö, guten Morgen. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Hier hat sich am meisten getan, bis auf die Chaos-Ecke am Eingang. Garderobe hängt, ich glaube aber das kennt ihr schon. Da sitzt unsere Muckimuck-Maus und guckt noch ein bisschen Fernsehen. Wir haben ein Sideboard uns hingestellt, da müssen wir nur noch die Tür ausrichten und zwei Blümchen. Esszimmer sieht jetzt so aus, auch hier Lampe hängt, Tisch und Stühle stehen und rechts und links haben wir ein Sideboard stehen. Wohnzimmerlampe hängt auch. Soweit sieht das hier aus. Jetzt zeige ich euch was. Und zwar gestern waren meine Eltern da. Und wir haben, unser Nachbar, der macht hier gerade irgendwas, den ganzen Bauschutt, der da komplett lag, einmal alles weggebracht. Mega genial. Das ist so eine Erleichterung, dass dieser ganze Dreck endlich weg ist. Und das da hinten, das Trampolin, ist das Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern für den Leon gewesen. Selbstverständlich teilt er sich das mit seiner Schwester, denn der Leon hatte ja am Mittwoch Geburtstag. Machen wir weiter. Bei Leon im Zimmer. Hier ist gerade ein bisschen Chaos, weil er heute Morgen unaufgeräumt sein Zimmer verlassen hat. Ja, ich glaube, das kennt ihr auch schon. Bett steht schon, Kleiderschränke stehen, Kallax-Regal steht, Bastelwagen, ganz wichtig, steht und das Trofast-Regal steht auch. Wie gesagt, es ist alles noch echt Chaos pur. Aber es wird alles langsam aber sicher. Machen wir weiter bei Leila im Zimmer. Ich glaube, da hat sich nichts groß geändert vom letzten Update. Trofast, Bastelwagen, Schreibtisch, Hochbett und Kleiderschrank steht. Spielsachen sind auch schon einige eingeräumt, aber es fehlt wirklich noch einiges an Spielzeug. Das Zimmer ist, soweit es geht, wenn es aufgeräumt und einsortiert ist, komplett fertig. Es fehlen dann halt nur noch Gardinen und Bilder und sowas. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Und das Badezimmer sieht jetzt mittlerweile so aus. Wir haben unseren Waschtisch, den Spiegelschrank haben wir leider noch nicht. Wir haben den Hochschrank stehen, den Tiefschrank, den haben wir auch noch nicht. Und unsere Dusche.
Die ist ja auch schon komplett fertig. Ich glaube, das habt ihr schon gesehen. Wir haben gestern, wollten wir die ganzen Schränke und Spiegelschränke anbringen. Allerdings haben wir nicht mehr genug Dübel und Haken gehabt. Deswegen, die Löcher sind gebohrt. Hier und auch da. Aber wir müssen noch Dübel und Haken kaufen. Das werde ich morgen nach der Arbeit machen, denn ich muss morgen wieder arbeiten. Und Eugen muss am Montag wieder los. Unser Urlaub ist vorbei. Eugen ist 3 Wochen, meine 4 Wochen sind jetzt um. Jetzt geht es alles nur noch so peu à peu dann weiter. Das Gute ist, der Großteil ist erledigt. Jetzt kommen nur noch die Kleinigkeiten, die dann halt so fehlen. Und halt das Auspacken. Oh, wartet, ich bin gleich wieder da. Und das Auspacken, aber das Gute ist, ich bin ja nur am Wochenende in der Arbeit. Das heißt, ich kann das halt alles während der Woche, während Eugen halt arbeiten ist, auch alles alleine ausräumen. Das ist nicht das Problem. Ich habe das ja auch alles alleine eingepackt. Dann schaffe ich das auch alles wieder alleine auszuräumen. Den Keller kann ich euch auch nochmal zeigen. Allerdings ist hier überhaupt nichts passiert. Das ist halt immer noch Mord und Totschlag hier unten, weil hier halt alle Kartons gelagert sind, die in unserem Haushalt existieren, und die muss ich halt alle noch auspacken. Aber ich zeige euch das mal und drehe euch nochmal um. So sieht das Schlachtfeld aus. Also wir haben hier Kartons, aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, die sind wirklich bis oben dran gewesen. Also es sind schon einige ausgepackt. Genauso wie hier beim Eugen in seinem Zimmer. Das sieht immer noch sehr, sehr viel aus, aber auch hier war wirklich bis unter die Decke gestapelt. Und man sieht ja zumindest schon mal, dass ein Ende in Sicht ist. Hier ist immer noch Chaos, Chaos, Chaos. Hier sieht es nicht anders aus wie vorher auch, aber hier war auch nicht wirklich viel. Also hier der Froster, der kommt ja ins Eck. Hier vorne kommt der dann hin, wenn es frei ist. Und ja, hier sind noch so 2, 3 Regale, die wir noch zusammenbauen müssen, aber das ist nichts mehr Großes jetzt. Und hinter den Heizungen ist nichts mehr. Und hier im Wäschezimmer, hier sieht es halt auch noch, da sind noch die ganzen HWR-Raumregale und Werkzeug und so weiter. Aber meine Wäscheboxen stehen, Waschmaschine und Trockner steht. Ihr seht, ich trockne auch schon die ersten Sachen. Die anderen habe ich jetzt die letzten Tage draußen getrocknet. Also es nimmt alles Gestalt an. Es nimmt alles Gestalt an, auch wenn es momentan vielleicht noch nicht so aussieht. Aber es wird wirklich. Wir fühlen uns hier alle sehr, sehr wohl und sehr heimisch, auch wenn es im Moment so aussieht, wie es aussieht. Aber wir hatten halt auch einen echt knappen Zeitplan. Also wir haben ja die Schlüssel am 5. bekommen. Genau, am 5.7. haben wir die Schlüssel bekommen. Am 27.7. sind wir eingezogen und wir haben halt das Haus komplett renoviert. Es ist ja kaum was so geblieben, wie es mal war. Wir gehen mal wieder hoch, da ist es ein bisschen schöner. Und ich finde, dafür sieht das hier alles schon echt gut aus. Jetzt noch so, weiß ich nicht, 4, 5 Wochen. Und dann ist auf jeden Fall alles komplett fertig. Wir haben jetzt noch 2 Wochen bis zur Einschulung, bis Leila eingeschult wird. Bis dahin schaffen wir wieder noch einiges. Gartenmöbel müssen wir noch aufstellen und so weiter und so fort, aber das schaffen wir alles bis zum Einschulungstag. Jetzt würde ich sagen, laber ich nicht weiter. Ich mache jetzt hier mal weiter, damit wir vorankommen. Ich sage dann erstmal für die ersten Tage im Eigenheim tschüss. Denn jetzt geht es weiter dann mit den Roomtouren und so weiter und so fort. Alles, was da noch so ansteht. Auf jeden Fall nehmen wir euch da auch wieder mit. Aber für den für die Renovierungsreihe reicht es jetzt erstmal, weil groß renoviert wird jetzt nicht mehr. Jetzt kommen nur noch die Feinarbeiten und die Roomtouren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt und dieses jetzt gerne kostenlos tun möchtet, dann klickt einfach hier. Hier verlinke ich euch einmal meine letzten 2 Videos und dann sage ich danke fürs Einschalten und tschüssi und bis zum nächsten Mal.